Servus, ich bin Peter, arbeite im Sport Konrad Garmisch in der Laufabteilung als Verkäufer. Heute ist bei uns die Laura, die muss ich nicht vorstellen. Ja, hallo, grüß dich, freut mich, dass ihr da seid. Ja. Servus. Also, ich würde gerne wissen, wie du zum Trailrunning gekommen bist und was dir daran besonders gefällt. Ja, ich komme ja aus Garmisch-Partenkirchen, ich bin da aufgewachsen. Bin da immer schon rausgegangen in die Natur, natürlich nicht nur zum Wandern, sondern auch zum Laufen. Und wenn man bei uns zum Laufen geht, dann sind da einfach Trails, kleine Wege, und so bin ich zum Trailrunning gekommen. Es macht mir sehr viel Spaß, mich einfach da draußen zu bewegen, auf kleinen Wegen, in verschiedenen Geschwindigkeiten, also einmal richtig Gas zu geben, bergauf, bergab mit Stöcke. Ja, das macht mir Spaß und darum fasziniert mich wirklich das Trailrunning so. Gut, und was würdest du den Einsteigern beraten, damit man gut in den Sport reinkommt, was zu Beginn zu beachten wäre? Ich glaube, man muss wirklich darauf schauen, dass man es nicht von Anfang an übertreibt, dass man die richtige Route wählt, am Anfang vielleicht kürzere Einheiten macht und dafür öfter rausgeht. Also es muss nicht gleich immer die Zugspitze sein, sondern es reicht, wenn man einfach mal einen kleinen Waldweg sich vornimmt, bergauf, bergab, leicht flowig, so zum Joggen geht, und man muss ja wirklich aufpassen, dass man die Struktur nicht überreizt. Und wenn man dann aber einen Spaß gefunden hat und den Einstieg geschafft hat, kann man wirklich auch Umfang und Tempo steigern und ja, versucht es einfach, man kann eigentlich nichts falsch machen. Mhm. Und gibt es beim Trailrunning Parallelen zu deinem früheren Leistungssport, also zum Biathlon, oder ist es ganz was anderes? Außer dass der Schnee meistens fällt, aber oft ist der Schnee auch dabei. Ja, ich glaube, beim Ausdauersport sind immer gewisse Parallelen auch vorhanden. Es ist schon irgendwie ähnlich und trotzdem ist die Belastung anders. Beim Biathlon hast du ja den Wechsel von zwei verschiedenen Sportarten, wirklich mit der Ruhephase beim Schießen. Und beim Langlaufen brauchst du vor allen Dingen den ganzen Körper, also Arme, Beine und diese Koordination. Laufen ist da sehr beinlastig. Von dem her sehe ich da schon ein paar Unterschiede, aber klar, es ist ein Ausdauersportart. Du brauchst ja, hohe VO2 Max, du brauchst ein gutes Herz, einen guten Kreislauf, und da sehe ich schon die Parallelen. Mhm. Auch gut, die Ruhe sicher auch bei schwierigen Passagen. Also. Genau, diese Umstellungsfähigkeit, die brauchst du beim Langlaufen auch, wenn es bergab geht, wenn du schnell um eine Kurve treten musst. Und das ist natürlich extrem gefragt beim Trailrunning. Wenn du einen schweren Trail hast, wenn es bergab geht, du musst da einen Weg finden, du brauchst ein gutes Auge und dann die Koordination, wirklich perfekt hinzusteigen, die perfekte Spur zu finden und dann möglichst schnell bergab zu kommen. Da kann man sich schon ein bisschen was vom Wintersport abschauen. Mhm. Und gibt es auch beim Trailrunning etwas, was deinen Ehrgeiz anreizt, sozusagen, wo du halt Herausforderungen siehst und wo du dich entwickeln wirst? Das Spannende beim Trailrunning finde ich eigentlich, dass man wirklich weite Distanzen in relativ kurzer Zeit überwinden kann. Also man ist viel, viel schneller als im klassischen Bergsteigen oder Wandern unterwegs. Und wenn man sich da ein cooles Projekt sucht, dann kann man einmal 40 Kilometer wirklich joggen zurücklegen, kann eine ganze Gradkette überschreiten, ganze Berge. Und das fasziniert mich sehr, das motiviert mich auch, dass ich sage, okay, ich möchte unbedingt einmal ja, von A nach B kommen, wirklich so eine Strecke absolvieren in unterschiedlichen Terrain. Und da ist, glaube ich, Trailrunning die perfekte Sportart dafür. Mhm. Ja, du hast jetzt schon einige positive genannt, aber was wäre insgesamt das Beste daran? Ich glaube, das Beste ist, dass du absolut frei bist und fast nichts brauchst. Also Turnschuhe an und du kannst loslegen, egal wo du bist. Laufen kann man eigentlich immer und überall auf der Welt. Mhm. Und dann noch abschließende Frage: Wie findest du denn unseren Sportkonrad Gap Fabran? Du warst schon mal dabei. Ja, ich finde, das ist wirklich eine super Sache und ich würde mich freuen, wenn da in Zukunft möglichst viele mitlaufen von euch beim Fabran. Es ist eine coole Möglichkeit, um ja, Menschen zusammenzubringen, Sportler, Athleten, und es ist nicht nur der sportliche Wettkampf und der Ehrgeiz, der da im Vordergrund steht, sondern wirklich das Zusammenkommen, Spaß haben, danach gemeinsam nur ein Getränk trinken. Und ja, habt Spaß und macht's mit.
Okay.